Hola amigos zu einer weiteren Runde Gran Turismo 6. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich möchte unbedingt die internationale B-Lizenzprüfung machen. Dazu fehlen mir noch 5 Sterne und ich habe aus diesem Grund hier aus der nationalen A-Liga noch eine Rennserie rausgesucht, und zwar die Gornergrad-Liga, habe ich das recht interessant gefunden, und die möchte ich euch jetzt ganz gern zeigen. Wir fahren hier auf verschiedenen Streckenlayouts rund ums Matterhorn, also nicht direkt am Matterhorn, weil da kann man nur bergsteigen, da kann man nicht Auto fahren, aber rund ums Matterhorn. Recht interessante Strecken, wie ich finde. Und ich fahre die Geschichte wieder mit meinem Lancia Evolution, mit dem 6er. Den kennt ihr ja schon. Ich habe mir jetzt extra für das natürlich kein eigenes Auto gekauft. Mit dem kann ich es fahren. Und somit ist es okay. Bis 600 Leistungspunkte ist erlaubt und weiche Sportreifen sind erlaubt. 466 Leistungspunkte hat mein Evo hier. Und ja, ich schaue jetzt da mal nach, ob natürlich wieder alles ausgeschalten ist. Vor allem dingend die Traktionskontrolle, dass die deaktiviert ist. Und dann schauen wir noch rüber zu den Fahrzeugeinstellungen, weil ich mir hier noch die weichen Sportreifen kaufen möchte. Dadurch, dass ich eh untermotorisiert bin für die Strecke, dann soll es wenigstens mit dem Grip passen. Das Ganze ist so eine Art Bergrennen, ja, irrsinnig interessant. Bei der Strecke geht es ziemlich steile Bergauf- und Bergab-Passagen, und ja, das macht das Handling des Fahrzeuges interessant, weil nämlich ja, man das mit Gewicht schön spürt. Also, wir sind hier jetzt am ersten Rennen. Und ja, wir sehen schon, wir fahren da gegen so eine ganze Menge Rallye-Fahrzeuge sind da dabei, würde ich einmal sagen. Also, da bin ich mit meinem Evo da eh nicht so verkehrt. Wo der jetzt der nicht für Rallye oder was hergerichtet ist, braucht aber nicht, ist ja eh alles Asphalt. So, bei den Kollegen quetschen wir uns da gleich einmal außen vorbei. Und jetzt kommt da eine Bergabpassage, die schon sehr, sehr tückisch ist. Vor allem hier eine Kurve, die geht bergab. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt. Dann haben wir hier eine langgezogene Rechtskurve. Da drücke ich mich jetzt einmal innen beim Kollegen vorbei. Ich nehme die ganz innen. So, und jetzt kommt da mit einer Bodenwelle drinnen. Hier ist eine S-Passage. Wenn man hier nicht aufpasst, wird das Auto nämlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit ganz leicht, ist nicht mehr kontrollierbar, und dann gleich in dieser Bergabpassage das Anbremsen. So, da ist auch noch einmal eine rechte tricky Kurve, die muss man auch im richtigen Moment anbremsen, dass man da schön rumkommt. Durch das Bergab wird man nämlich wieder leicht nach außen getragen. Bei der Passage kann man jetzt schön ein paar Meter gut machen auf die KI-Kollegen, da sind sie wieder ein bisschen botschert. Und jetzt haben wir da noch so einen engeren Teil mit einer starken Linkskurve, also mit so einer Haarnadelkurve. Und dann geht es wieder rauf Richtung Startziel. Also ich finde das schon, man muss ehrlich sagen, mir taugt das, die Strecke, weil das doch ja, ein bisschen anspruchsvoller ist. Ich habe mich da jetzt, also bei dieser Rennserie gegen die Kollegen, ich weiß ja nicht, wie viele Leistungspunkte die Schüsseln von den anderen von den Kollegen wirklich haben. Ich habe nur 466. Man merkt es auf den Geraden, wie die Leute, also wie die Kollegen immer wieder davon fahren. Und da muss ich halt wieder schauen, dass ich in den Kurven mit Schwung die ganze Geschichte wettmachen kann, mein Leistungsmanko. Vor allem Dingen wichtig, den Schwung auf die Bergaufpassagen mitzunehmen. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man damit ein bisschen schwächeren Auto unterwegs ist. So, jetzt haben wir da einen Kollegen Bischofer uns. Schauen wir, dass wir den auch noch schnupfen. Und man sieht die Leistung, der gibt auf der geraden Gas. Schaut euch das an, wie der davon rast. Aber jetzt kommt wieder die tricky Passage. Wir haben ihn schon. Das war jetzt einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt wieder die langgezogene Rechtskurve und dann die doch wieder etwas schwierige Passage, die man einfach kontrolliert durchfahren muss. Nicht mit Vollgas, mit diesen Bodenwellen hier und vor allen Dingen hier diese Kuppe, dass man da nicht zu schnell ist, weil sonst hebt das Auto ab, man hat keinen Bodenkontakt mehr und es bricht aus. Die Kurve anzubremsen ist auch ein bisschen tricky, weil es eben sehr stark bergab geht, was natürlich den Bremsweg enorm verlängert. Das muss man einkalkulieren beim Anbremsen. So. Jetzt haben wir noch so einen Kollegen da vor uns. Und wie gesagt, in der Passage ist es relativ leicht, die Kollegen da zu überholen. Da sind es nicht die flottersten. So,
Position 1 habe ich immer mal gesichert. Das heißt, die letzte Runde wird eine entspannte Runde, weil ich keine unberechenbaren KI-Kollegen mehr von mir habe. Und da kann man die Sache ein bisschen entspannter angehen. Ich weiß, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, ich bin oft mit den Bremspunkten von der KI ein bisschen überfordert, weil es ein bisschen komisch gesetzt sind. Manchmal wirklich sehr, sehr früh, manchmal bremsen es runter, auf warum so stark, keine Ahnung. Ja, was soll's, ist einfach so. Gut, letzte Runde geht an. Genießen wir noch einmal auf dieser schönen Strecke eine Runde. Vor allen Dingen bitte auch ein bisschen die Aussicht genießen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, die Kollegen vom Polyphony. Und ja, es macht, also wie gesagt, mir haben diese drei Rennen hier einfach Laune gemacht, weil die Strecken neu sind und also für mich neu. Und ja, es ist doch ein bisschen eine Herausforderung, hier Strecken kennenzulernen und eben diese dann auch schön durchzufahren. Jetzt haben wir noch einmal die langgezogene Rechtskurve, wieder auf die etwas kritische Bergabpassage mit dieser S-Kurve und der Bodenwelle drinnen. Hier die Bodenwelle und hier die Kuppe, über die darf man ja nicht so schnell sein, weil sonst hat man hier keinen Bodenkontakt und man tut sich auch mit Bremsen irrsinnig schwer, weil wenn das Auto einmal leicht ist, dann geht es ab, dann geht es dahin, dann bist du teilweise nur noch Beifahrer und ja, das ist aber in echt auch so, also das finde ich schon ganz gut gemacht. Also dieses Gefühl, wenn das Auto leicht wird, ich sage halt einfach immer dazu so, wenn es quasi abhebt, ja, also nicht ganz, so ein bisschen, es wird halt einfach leichter, damit weniger Druck auf die Fahrbahn und das Handling wird natürlich dadurch beeinflusst und das finde ich ist recht gut umgesetzt. Wie gesagt, es gibt sicherlich einige Kritikpunkte an GT6, aber die Fahrphysik, glaube ich, würde ich jetzt einmal so für mich jetzt bis jetzt nicht dazu zählen. So, einmal geht es noch rauf zu Start-Ziel und dann haben wir das erste Rennen wieder geschafft. Ich habe dann drei weitere Sterne dazu und bin am besten Wege zur internationalen B-Lizenz. So, was war denn der letzte? Ein Delta S4 Rallycar. Und der Peugeot, das sind so die alten, 85, 86, das sind die Rallye-Wegen aus der Turbo-Ära. Das waren ja genau solche PS-Monster. Ja? Wir werden schon noch sehen, ein paar Kollegen da. So, zweite Runde am Matterhorn, andere Strecke, wieder in der Gornergradliga. Wieder Kontrolle, ob alles deaktiviert ist, so wie es sein soll. Und die Leistung, na, auch noch immer 466 Leistungspunkte, also kein Leistungszuwachs, kein Leistungsverlust. Geht ganz normal weiter. Auch diese Strecke, genauso wie die zuerst, zeichnet sich wieder aus durch eine irrsinnig interessante Bergauf-Bergab-Passage. Die ist nämlich da ziemlich gleich am Anfang bei Startziel. Hier geht es einmal bergab. Ziemlich flottes Tempo kriegt man hier drauf. Dann ist es ganz wichtig, die Kurve gut zu erwischen, dass man da nicht noch zu weit nach außen getragen wird und hier rechtzeitig bremsen, weil hier durch die Kuppe wird das Auto wieder leicht, geht direkt in eine Kurve und wenn man da zu wenig Bodenhaftung hat, fliegt man ab, also man darf einfach nicht zu schnell sein. Hier drücke ich mir jetzt einmal ein bisschen innen am Kollegen vorbei, war ein bisschen ein härteres Manöver, aber ich glaube, berührt habe ich ihn nicht. Hier haben wir wieder diese Passage, die ist wieder gleich wie im letzten Abschnitt. Da, wo man ein bisschen aufholen kann auf die KI-Kollegen, den überholen wir jetzt außen da und ziehen hier schön wieder rein. Jawohl, das macht Laune. Jetzt geht es hier um die Kurve auch wieder wichtig, Schwung mitzunehmen und den da überhaupt mit dem schwachen Auto da auf diese Bergauf-Strecke da mitzunehmen. Ihr seht, die Kollegen fahren wir alle davon, also die haben alle ein bisschen mehr PS unter der Haube als ich. Aber genau das macht es interessant, finde ich. Weil wenn ich mir da 600 Leistungspunkte ins Auto hineinschraube, ja, dann fahre ich da einfach auf der Graben bergauf an die Kollegen vorbei, wie wenn nichts wäre. Das ist für meine, also für mich, ein bisschen langweilig. Das war eine knappe Kiste, aber ich habe ihn leben lassen. Ja, es muss eh jeder so machen, wie er glaubt. Ja. Also ich verurteile niemanden, wenn das jemand macht. Also die Möglichkeit gibt es, 600 Leistungspunkte ins Auto hineinzuschrauben. Wenn das jemand tut, dann soll er das machen, dann habe ich überhaupt kein Problem. Für mich ist es halt einfach
wäre es ein bisschen zu langweilig. Ich suche ein bisschen die Herausforderung und versuche da mit dieser relativ schwachen Schüssel, das ist knapp da, genau auf der engen Passage, ganz außen am Rand zur Wiese vorbeigedrückt am Kollegen. Es kommt ja noch dazu, dass diese Strecke hier relativ schmal ist, wie ihr seht, und das wird dann noch ein bisschen schwieriger, eben hier sauber zu überholen. Ja, ich betone noch nicht auf sauber. Ich habe es eh schon mal gesagt, ich probiere natürlich immer sauber zu fahren. Ja, immer gelingt es nicht. Manchmal muss man auch ein bisschen Druck machen, dass man auch, wie gesagt, man muss sich ja durchs ganze Feld kämpfen. 10 Teilnehmer sind hier im Rennen, das heißt, ich muss in den 3 Runden noch dazu 9 Kollegen überholen. Also es geht nicht darum, jetzt einfach da schön durchzufahren, das ist, ist nicht genug. Nein, es müssen noch 9 überholt werden, weil man ja hier immer an letzter Position startet. Ah, da kommt der Renault 5, ich glaube, das ist ein Renault 5, wieder vorbei, der hat einfach ein bisschen mehr Leistung unter der Haube. Aber hier in der Kurve schauen wir innen genau ein bisschen brutal vorbeibremsen. Innen hat mehr offen lassen, selber schuld, darf er nicht machen. Klar, zwick ich mich natürlich durch. Wenn er die Tür offen lässt, dann ist er fällig. Gut, einen Kollegen habe ich noch von mir und es ist aber schon auf die 3. Runde. Also ich habe jetzt 2 Sekunden Rückstand und eine Runde Zeit, mir diesen Kollegen da vorne noch zu holen. Das ist wieder dieser S4 Delta Rallycar, schlag mich tot, keine Ahnung, oder? Nein, das ist unser Freund, der Peugeot ist das diesmal. Genau, unser Freund der Peugeot, okay. Aber der war auch nicht schwer. Ja, jetzt geht es noch einmal da hinunter, wieder in diese etwas engere Passage. Und jetzt kommt wieder der Streckenabschnitt, wo man dann mit dieser Linkskurve möglichst viel Schwung mitnehmen muss, um da eben bergauf schön auch Geschwindigkeit zu haben, dass man hier nicht zu langsam ist, weil da sind die Kollegen natürlich stärker. Aber ich habe so viel Vorsprung, das geht sich Gott sei Dank locker aus, sehr gut, das gefällt mir. 6 Sekunden habe ich schon wieder Vorsprung. Jetzt fahren wir da noch die große Runde mit den 2 Rechtskurven und dann denke ich mal, bin ich auch schon im Ziel. Wenn wir schauen, wie groß der Vorsprung dann letztendlich ist. Die 6 Sekunden war er bei der letzten Zwischenzeit. Da nochmal schön mit Schwung durchziehen. Genau. Und dann haben wir das 2. Rennen auch schon. So. Jetzt schaue ich einmal, zeige dir mal es an. 5,9 Sekunden. Also ihr seht, auf diesen langgezogenen Strecken, da habe ich einfach ein bisschen weniger PS. Gut, Gorner Gradliga, die 3. Wieder rund ums Matterhorn. Ja, in derselben Gegend wieder, andere Streckenlayout. Also wieder ein paar Teile, die wir schon kennen, wieder ein paar neue Teile dabei. Finde ich leibend, dass hier wirklich verschiedene Strecken gemacht haben. Eine alleine wäre auch interessant, aber wird relativ schnell langweilig. Dadurch, dass es hier verschiedene Layouts gibt, bleibt die ganze Geschichte, finde ich, natürlich schon interessant auch. Und das ist natürlich eine klasse Geschichte. So, da, was sieht mein entzündetes Auge? Ein Stratos Rallycar. Ein Lancia Stratos Rallycar. Auch ein Klassiker unter den Rallye-Autos. Walter Röhrl mit dem Weltmeister geworden, bevor er den Audi erobert hat, sage ich jetzt einmal, den berühmten Audi Quattro, den ja wirklich nur er so einzigartig und grandios beherrscht hat. Dazu hat er sich extra die Technik angewöhnt, mit dem linken Fuß zu bremsen. Ich glaube, ich habe das einmal bei einem Interview von ihm gehört, dass er, bis er mit dem Audi gefahren ist, eigentlich nicht mit dem linken Fuß gebremst hat und erst die Allradtechnik vom Audi hat es notwendig gemacht, mit dem linken Fuß zu bremsen, dass er den auch wirklich so durch die Kurven durchtreten kann. Und da wissen wir ja, da war er ja einzigartig, Bike Big, sage ich nur. Und ja, also wie gesagt, großer Respekt an Walter Röhrl, das ist echt meiner Meinung nach der Gottvater im Rallye-Sport, da geht nichts drüber über den, ja. So, jetzt wieder genug geschwärmt für den Herrn Röhrl. Konzentrieren wir uns da noch auf die letzten paar Runden. Den Kollegen Schnupfmaus. Und
Ja, hier gibt es ein bisschen interessante Passage. Da gibt es eine relativ langgezogene Linkskurve, die ein bisschen enger wird, die so leicht zu macht. Das ist ein bisschen, dadurch, dass es bergab geht und ein bisschen hängt die Strecke nach rechts. Aufpassen, dass man nicht zu weit nach rechts rausgetrieben wird. Schwung mitnehmen, den Kollegen holen, aber leider, der hat ein bisschen viel PS. Ich glaube, die wird er jetzt ausspielen. Genau, da ist es jetzt vorbei. Aber er bremst natürlich wieder mal früh, ist ein KI-Kollege. So, da gibt es eine recht interessante Stelle jetzt nach dieser Linkskurve. Und zwar ist das so eine bisschen enger werdende Linkskurve, die noch dazu bergauf geht. Dieser Abschnitt hier. Hier ist es auch ganz wichtig, Schwung mitzunehmen. Mit 4WD geht es ein bisschen leichter. Wenn man Hintradantrieb hat, muss man noch ein bisschen aufs Heck aufpassen, weil da die Gewichtsverteilung im Fahrzeug ein bisschen ungünstig ist. Und in der Kurve, ob das sehr leicht dazu neigt, dass das Heck ausbricht an der Stelle. Aber wie gesagt, mit dem Vierradantrieb ist es nicht so schwer, da ist die Gefahr nicht so groß. So, da haben wir wieder den Kollegen Bouchot, den schnupfen wir aus, weil der kann nur auf der Kronengas gehen, aber Kurven kann er nicht so wirklich fahren. Und zweite Runde sind wir, zweite Position, das heißt, einen Kollegen haben wir noch vor uns mit 1,1 Sekunden Vorsprung. Nicht so weit raus, ja, das war halt gerade noch am Limit. Wichtig ist da, Schwung mitzunehmen. Kann ich auch den Kollegen überholen, aber ich befürchte, er wird sich, ja, genau das habe ich kommen gesehen, er steigt ein bisschen aufs Gas und fahrt man natürlich schon wieder davon, aber freu dich nicht zu früh, Kamerade. Schauen wir mal, bis da oben jetzt die Kurve anbremst, die besagte, die sehr entscheidend ist, wo man viel Zeit mitnehmen kann, aber auch verlieren kann. So, in der Ost vorbei, geht das? Jawohl, das geht, genau, und da jetzt gleich diese Rechtskurve bergab, auch ein bisschen tricky, weil das Auto wieder ein bisschen leicht ist in dieser Kurve, weil es bergab geht, muss man ein bisschen mit Gefühl fahren, ein bisschen vorsichtig, so wie die da, aber es ist an und für sich kein Problem, es macht echt Laune, also wir haben diese drei Rennen wirklich, wirklich Spaß gemacht und ja, aber alles Gute hat ein Ende, auch das hier und jawohl, durchs Ziel durch. So, das war's auch schon wieder. Heute einmal direkt vom Matterhorn. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die Aussicht habt ihr ein bisschen genießen können. Mir hat's auf alle Fälle eine Menge Laune gemacht. Und ich denke, ich habe jetzt endlich genug Sterne, dass die internationale B-Lizenz freigeschalten ist. Also hier wieder 9 Sterne dazu. 15 habe ich gemacht. Gibt auf meiner Uhr 24 Sterne. Und damit sollte die freigeschalten sein. Jawohl, internationale B-Lizenz ist offen. Da geht's ganz voraus, also voraussichtlich geht's da weiter. Ich möchte mich noch nicht hundertprozentig festlegen, weil vielleicht entdecke ich noch das ein oder andere. Aber grundsätzlich, das ist eins der nächsten Sachen, internationale B-Lizenz. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und pfiat euch!